Nach 12 Monaten Aufenthalt auf Mallorca kehrt Familie Winter nach Berlin zurück. Alle freuen sich auf das Haus, das Matthias für seine Frau Svenja, Tochter Jana und Schwiegermutter Karin gekauft hat. Dass ihr eine große Überraschung bevorsteht, ahnt die Familie nicht. Boah, ist das schön. Schau dir das an. Oh. Platz ohne Ende, habe ich ja gesagt. Riesengroß. Das ist ja toll. Du weißt schon, dass ich das alles putzen muss, ne? Ja, die so, lass es mal rein ins Wohnzimmer. Komm, weiß ja. Was ist denn hier passiert? Wie sieht es denn hier aus? Das kann ich nicht glauben. Guckt euch das mal an. Scheiße, was ist das denn? Hier hat ja wohl jemand ganz lange gehaust. Zigarre, Schnaps, Bierflaschen. Und was sind das für Uhren? Guck mal hier. So, das ist doch nicht unser. Und Klavier haben wir auch nie gehabt. Vielleicht ist auch noch jemand im Haus. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich gehe mal gucken, die anderen Räume schaue ich mir an. Geht ihr mal einfach raus, ruft die Polizei an. Geht einfach raus. Ja, Svenja Winter, guten Tag, bei uns wurde eingebrochen. Ja, Bacher Straße Nummer 2. Danke. Oh. Ja, danke. Was ist das denn? Kommt die Polizei, das ist nötig. Nun guck dir das mal an. Da wohnt auch jemand in meiner Wohnung. Das ist doch verrückt hier. Nun bin ich ja gespannt. Ich schau mal hier, was hier steht. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Schumann. Schumann. Kennst du Schumann? Nein. Die ist ja auch nicht bewohnt. Die soll nicht bewohnt sein. Ja, aber... Was ist denn bei euch da unten los? Ach übrigens, ich habe unsere Möbel gefunden, die liegen alle im Keller, also Tische, Lampen, alles mögliche, Stühle. Und ja, ja, Polizei ist unterwegs, aber guck dir das mal an, da steht ein Name an der Tür. Schumann? Wer zum Kuckuck ist Schumann? Ich weiß es nicht. Sollte auch eigentlich keiner drin wohnen, ne? Schloss ausgetauscht, passt nicht. Oh, das gibt's doch Hallo? Gar nicht. Ist da einer? Was machen wir denn jetzt? Ja, was sollen wir machen? Wir müssen warten, bis die Polizei kommt. Wir haben eine Möglichkeit. Das gibt's doch alles nicht. Die Familie ist ratlos und kann sich nicht erklären, wer sich in ihrem Haus breit gemacht hat. Auch Matthias Schwägerin Nadine Wessels, die die Familie willkommen heißen will, weiß keine Antwort. Alle hoffen nun auf die Hilfe der herbeigerufenen Polizeibeamten. Können Sie das Rätsel lösen? Ja, dann kommen Sie mal rein. Hier ist es, ja. Schauen sich das Chaos mal hier an im Wohnzimmer, Esszimmer. Einbruchspuren sind ja nicht vorhanden, so wie. Also, ich habe keine festgestellt. Haben Sie sonst denn irgendwas angefasst? Ja, ich habe da die Uhren angefasst, die auf dem Klavier da stehen. Die sehen ja, wie es aussieht. Also so haben wir es vorgefunden, als wir hier angekommen sind. Sieht ja wirklich viel behempelt unter dem Sofa. Erlebt, ne? Also Spuren haben wir reichlich hier, da können wir ruhig was nehmen. Mhm. Und vor allem, das sind auch absolut nicht unsere Möbel hier. Diese Designermöbel, sowas haben wir nie besessen. Und unsere Möbel, die sind unten im Keller. Die wurden vom Spediteur vor einem halben Jahr hier hingebracht. Aha. Die stehen alle unten im Keller. Okay, also das können ja nicht Ihre Fingerabdrücke sein. Nein, unsere Fingerabdrücke sind das nicht. Wir waren ja jetzt lange weg, Monate waren wir weg. Sonst noch, fehlt was oder irgendwas nee, kaputt? Aber es gibt noch was anderes, also die Einliegerwohnung unten. Ja. Das kann ich Ihnen auch mal zeigen. Ja. Da wurde nämlich das Schloss ausgetauscht und da steht ein ganz anderer Name an der Stelle. Oh, der also, Name, der sagt Ihnen nichts? Nein, Schumann sagt mir überhaupt nicht, noch nie gehört, keine Ahnung. Okay, dann sind da Einbruchspuren vorhanden? Habe ich auch keine festgestellt. Also meine Frau und meine Schwiegermutter, die waren zuerst da unten gewesen, ja. Als ich noch im Haus war und nachgesehen habe, ob da vielleicht noch irgendwie andere Schäden vielleicht oben sind oder in den anderen Räumen habe ich eben nachgesehen. Na gut, dann fragen wir die doch erstmal, bevor wir jetzt ja, können wir machen. Gehen wir dann eben raus, ja? Ja, danke. Da sind wir schon wieder. Frau Winter? Ja? Der Name auf dem Klingelschild sagt Ihnen gar nichts? Gar nichts. Okay. Gut, okay. Dann die Option jetzt für Sie, den Strafantrag zu stellen gegen Unbekannt, gegen Hausfriedensbruch. Auf jeden Fall. Dort wollen wir auch die Einliegerwohnung mit erwähnen. Wir können jetzt natürlich nicht in die Wohnung da rein. Wir können jetzt da nicht reinstürmen. Dafür sehe ich jetzt momentan keinen Anlass für. Für Sie ist es wichtig, einen Anwalt zu nehmen, der gegen die Sache vorgeht. Den werde ich jetzt direkt sofort anrufen. Genau, es ist ein Mietrecht und da haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Ja? Und wie geht es jetzt direkt weiter? Also es passiert jetzt Folgendes. Die KTU wird jetzt nicht kommen. Wir haben hier keine Einbruchspuren. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass wir keine Fingerabdrücke nehmen. Das machen wir natürlich alles komplett fertig. Das wird alles genommen. Haben Sie irgendwas zu übernachten für heute? Ja klar, ihr könnt bei mir übernachten. Ach, mein Wohnzimmer ist doch groß genug. Ja klar. Also soweit ich es gesehen habe, dann läuft das ja mit der Übernachtung. Ja. Wir machen die Wohnung dabei dicht, horchen uns in der Nachbarschaft um. Dann brauchen Sie natürlich den Schlüssel. Sie müssen wahrscheinlich, wir werden gleich einfach nur zuziehen und dann... Sie müssen bestimmt gleich noch rein. Ganz genau, vielen Dank. Ja, komm, dann lass uns unsere Sachen holen. Wir müssen mal die Koffer raus. Ja, klar. Die Polizei hat recht. Wir müssen jetzt rechtliche Schritte einleiten. Ich werde jetzt umgehend direkt meinen Anwalt anrufen. Wir müssen jetzt schnellstens was unternehmen. Familie Winter hat Glück im Unglück, denn Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil nimmt sich noch am selben Tag für sie Zeit.
Empfangen werden Matthias und seine Frau Svenja von Marcel Giebel, dem Assistenten des Juristen. Herr Winter! Hallo, Herr Winter. Herr Winter, hallo. Grüße hallo. Sie. Mensch, das ist ja mindestens 3 Jahre her oder so, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, aber bestimmt, ja. Na gut, aber erholt sehen Sie aus. Mallorca hat Ihnen gut getan. Bisschen, ja. Ja, aber bitte, jetzt nehmen Sie doch erstmal Platz. Such den Plätzchen aus. Ja, das ist ja etwas seltsame Geschichte, in die Sie da reingeraten sind. Das kann ich Ihnen sagen. Also, ich kann es nicht fassen. Da sind wir mal jetzt ein paar Monate weg, unterwegs, geschäftlich auch, natürlich auch ein bisschen privat. Kommt zu Hause an in unserem Haus, das sieht da aus wie Sau, Chaos pur, alles verwüstet und es hat irgendjemand da gelebt in der Zeit, wo wir weg waren. Und das ist einfach unsere Sachen benutzt, das ist ekelig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, vor allen Dingen, wer macht denn sowas und warum? Tja, das kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen. Aber wichtig und richtig ist ja, dass Sie schon mal Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet haben. Das ist ja schon mal etwas. Parallel sollten wir trotzdem uns darum kümmern, dass wir schauen, wer hier als Verdächtiger in Frage kommt, wer das gemacht haben könnte. Obdachloser vielleicht? Das glaube ich eigentlich eher weniger, weil Obdachloser, der wird sich ja wohl kaum irgendwelche Designer-Couchen anschaffen. Und Sie haben ja gesagt, dass Ihr Haus voll von Designermöbeln ist. Das wohl nicht, aber wer soll das denn dann sonst gewesen sein? Legen Sie mal scharf. Gibt's denn irgendjemanden, der Ihnen schaden will in Ihrer Abwesenheit, der das ausgenutzt haben könnte? Haben Sie Feinde? Da haben Sie sich denn vor Ihrer Abreise irgendwie unbeliebt gemacht oder so? Nee. Dieser Heiko Giebel vielleicht. Heiko? Ja, ist Heiko. Heiko? Der hat mal vor langer Zeit bei uns in einer Firma gearbeitet, aber der ist schon lange weg. Nee, warum? Ja, aber der wollte deinen Job haben auf Mallorca, den du bekommen hast. Und der wollte auch das Haus. Und wir haben den Zuschlag bekommen. Ja, das ist doch immerhin schon mal ein Motiv. Gar nicht so eine doofe Idee eigentlich. Aber der sollte dann bei uns ins Haus da einsteigen, da wohnen und das Chaos hinterlassen? Kann ich mir so nicht vorstellen. Immerhin ist es ein Ansatzpunkt. Und das ist die einzige Spur, die wir im Moment haben. Wie heißt der nochmal genau? Heiko Giebel, sagen Sie. Okay. Haben Sie denn von diesem Herrn Giebel irgendwelche Kontaktdaten, Telefonnummer, eine Adresse oder auch eine ältere Adresse von früher? Gar nicht irgendwie. Ich weiß nur den Nachnamen, wo der jetzt haust, lebt oder wo der sich rumtreibt, weiß ich überhaupt nicht. Weißt du was auch nicht, ne? Okay, ich werde erst mal eine Einwohnermeldeamtsanfrage starten. Vielleicht kriegen wir da irgendwas raus. Hundertprozentig sicher ist das natürlich auch nicht, aber es ist zumindest mal ein Ansatzpunkt, ne? Das ist schon sehr merkwürdig, dass sich irgendjemand in einem fremden Haus einnistet und dort ein Chaos hinterlässt. Ich hoffe mal, dass dieser Herr oder Frau oder Familie Schumann bald auftaucht und wir da so ein bisschen Klarheit schaffen können. Ansonsten müssen wir erstmal der Spur mit diesem Heiko Giebel nachgehen. Denn dieser Ex-Kollege von Herrn Winter hätte zumindest ein nachvollziehbares Motiv. Matthias und Svenja hoffen, dass ihr Anwalt schnell Licht ins Dunkel bringt, damit sie ihr neues Haus beziehen können. Als Klaus Pinkernals Mandanten am nächsten Morgen mit der Spurensicherung sprechen wollen, werden sie aufgehalten. Entschuldigung, sind Sie Familie Winter? Richtig, ja, wir sind Familie Winter. Ah, schön, ich bin der Nachbar hier. Hallo. Moritz Friedrich, grüß Sie. Hallo, Svenja Winter. Hallo. Schön. Sie suchen Frau Schumann? Ja, wir haben die bis jetzt noch nicht gefunden, unsere Einliegerwohnung. Die wurde ja wohl vermietet irgendwie. Wir sind übrigens die Hausbesitzer hier, das ist unser Haus. Ah, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir wurden gestern alle schon von der Polizei befragt. Das ist ja eine ganz blöde Sache, die da anscheinend passiert ist. Ja. Und wir dachten alle, das Haus wäre ganz normal bewohnt. Da ist schon länger jemand drin? Ja, da wohnt Frau Familie Schumann drin. Die hat ja einen normalen Mietvertrag bekommen. Wie normalen Mietvertrag? In der Einliegerwohnung normalen Mietvertrag? Wir haben die überhaupt nicht vermietet, die Wohnung. Nein. Na, wir alle dachten, das wäre ganz normal vermietet hier. Da hat sich ja der Matthias Winter als Hauseigentümer vorgestellt. Ja, ich habe doch gar keinen Vertrag gemacht. Haben Sie den irgendwo mal gesehen? Den Matthias Winter? Von der Ferne, aber das habe ich schon der Polizei gesagt. Von hinten mal. Der hat auch nicht viel geredet, war sehr unkommunikativ. Ja, der hat sehr zurückgezogen, hier im Haus gewohnt, hat sich nie gezeigt, aber wir wissen jetzt warum. Ja, ist ja kein Wunder, ja. Aber als Tipp, fragen Sie Frau Schumann, die wird Ihnen hundertprozentig mehr sagen können. Ja, wir haben sie bis jetzt auch noch nicht antreffen können. Wann ist sie denn wieder da? Ich weiß es nicht. Sie ist ein paar Tage weggefahren. Wann sie wiederkommt, weiß ich nicht. Ja, super. Ich danke Ihnen. Wir sprechen uns mit Sicherheit noch die nächsten Tage. Kein Problem. Tage. Ja. Wirklich blöde Sache, aber auf gute Nachbarschaft. Alles Gute. Ciao. Wir gucken jetzt mal nach der Spurensicherung. Was ist das denn für ein Wagen hier? Sieht aus wie ein Lieferwagen, ne? Schönen guten Tag. Entschuldigung. Guten Tag. Sind Sie Herr Matthias Winter? Der bin ich, richtig. Ganz hervorragend. Halten Sie mal kurz fest hier. Hab einen schönen Fernseher für Sie. Hey.
Fernseher? Für mich? Na klar, freuen Sie sich. Hast du einen Fernseher? 2.500 Euro Mehrwertsteuer, 3.000 Euro? Hallo? Ich wäre verrückt. Dankeschön. Was soll das? Ich habe keinen Fernseher bestellt. Ich will den gar nicht haben. Den können Sie ja mitnehmen. Bestellen. Packen Sie wieder ein. Pass auf, dafür habe ich gar kein Verständnis. Ist so? Nein. Ich bin Spediteur. Ich liefere aus. Sie sind der Herr Winter. Das ist ein Fernseher. Und ich bin jetzt weg. Und ich habe den nicht bestellt. Ich freue mich. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ja? Was soll das denn jetzt schon wieder? Das fasse ich komm, nicht. Komm, lass uns den mal da hinstellen. Komm. Wir gehen mal rein zur Spusi. Wir gucken, was die Polizei mal macht. Und dann können wir. Guten Tag. Hallo. Gibt's schon irgendwas Neues? Bleibt da rein. Einbruchspuren haben wir keine gefunden. Also wir gehen momentan davon aus, dass er einen Schlüssel gehabt hat. Wenn Sie uns sagen könnten, wo er einen Schlüssel hergehabt haben könnte, würden Sie uns echt helfen. Schlüssel? Schlüssel? Ich hatte einen Maler beauftragt, der sollte hier die Wände streichen. Aber wie das aussieht, hat er wohl nichts gemacht. Den Schlüssel sollte er auf den Tisch legen. Wahrscheinlich lag der hier rum und der Eindringliche hat sich den geschnappt und konnte natürlich ran und raus spazieren, wie er wollte hier. Ne? Okay, dann empfehle ich Ihnen jetzt wirklich dringend, die Schlösser auszutauschen. Ne? Ja, das werden wir tun. Die Schlösser werden wir austauschen und außerdem gerade der Nachbar, der hat uns gerade abgefangen draußen und sagte, er hätte sich als Hausbesitzer hier ausgegeben. Genau, soweit sind wir jetzt auch schon mal gekommen. Ah? Also grundlegend ist er wohl so erst vor 5 Monaten etwa eingezogen. 5 Monate? Und hat sich als Hausbesitzer ausgegeben. Und wir werden jetzt mal mit der Beschreibung der Nachbarn Phantombild erstellen und gucken, dass wir da eine detaillierte Beschreibung kriegen. Aber 5 Monate, ich habe vor einem halben Jahr das Haus gekauft, das ist ja kurz danach direkt hier rein. Haben Sie denn schon irgendwas über diese Frau Schumann rausgefunden? Ja, laut einer Nachbarin ist Frau Schumann wohl zu ihren Eltern gefahren, soll in ein paar Tagen wiederkommen. Na, hoffentlich. Ja, also laut unseren Daten ist Frau Schumann hier gemeldet und wir versuchen jetzt nur noch die Handynummer rauszukriegen von ihr, damit wir sie erreichen können. Aber das ist noch weit ganz anderes. Wenn Sie mal mit dem Flur kommen würden. Was denn? Da sind so ein paar Briefe für Sie angekommen, jedenfalls an Sie adressiert. Ja, ja, wenn Sie mal gucken, hier. Ja, auch mal welche. Das sind doch hier Gerichtsbescheide, Mahnbescheide. Auf meinen Namen, guck mal, da steht mein Name drauf. Ja, das steht überall der Name drauf. Das ist auch was für ihn. Und hier gerade eben, da hält draußen ein Lieferwagen, nimmt mir einen Riesenkarton in die Hand, hier Ihr Fernseher, haben Sie bestellt, 3.000 Euro. Mein Name, auf meine Rechnung. Und wir sind erst gerade wieder gekommen aus dem Ausland. Wir waren 12 Monate weg. Sie haben aber keinen Fernseher bestellt. Ich habe keinen Fernseher bestellt, nein. Okay, dann geben Sie das bitte auch Ihrem Anwalt. Der soll eine Kopie davon machen und uns das Original bitte zukommen lassen. Das packen wir zu der Ermittlungsakte. Ansonsten müssen wir jetzt weitermachen. Sie wollen ja nachher gleich wieder in Ihre Wohnung rein. Braucht ihr noch lange? Nee, ja, wir sind gleich wieder fertig. Ich glaube das alles nicht. Jetzt guckt ihr das mal an. 6.354 Euro. Also, wo sollen wir denn das ganze, 200 Euro. Wo sollen wir denn das ganze Geld hernehmen? Wie sollen wir das denn bezahlen? Wir bezahlen gar nichts. Pass geht auf. Überhaupt nicht. Ich bin richtig sauer jetzt. Dann nistet der Typ sich nicht nur in unserer Wohnung ein und verunstaltet alles. Da bestellt er noch teure Designermöbel auf meine Rechnung, auf meinen Namen. Das sind fast 15.000 Euro. Keine Stunde später stehen die Winters erneut bei ihrem Anwalt auf der Matte. Klaus Pinkernail hat angeboten, sich unverzüglich um die Rechnungen und Mahnbescheide zu kümmern, damit nicht noch mehr Ärger auf seine Mandanten zukommt. Die sind alle auf meinen Namen geschrieben. Das letzte halbe, dreiviertel Jahr Rechnung für Rechnung für Rechnung. Vor allem, wie sollen wir das? Oh, Mahnbescheid schon, da müssen wir auf jeden Fall reagieren. Ja, wie sollen wir das denn aber machen? Das sind mindestens 15.000 Euro und wir haben doch auch noch den Abtrag fürs Haus zu bezahlen. Frau Winter, ganz ruhig. Also, aus der aktuellen Sache kommen wir allein schon deswegen raus, weil wir ein 14-tägiges Widerrufsrecht haben. Davon machen wir jetzt erstmal Gebrauch, unabhängig davon, wer die Sachen bestellt hat. Und gegen diese ganzen anderen Bescheide legen wir umgehend Widerspruch ein. Ja, Sie haben die Sachen nicht bestellt. Ja, und wenn da jemand unter Ihrer Identität diese Bestellung getätigt hat, dann müssen Sie das auch nicht zahlen. Trotzdem würde ich sagen, wir fahren einfach mal ganz informell zu diesem Möbelhändler hin, sprechen mit dem, erklären dem die Sachlage. Ich meine, es ist ja nachweisbar, dass Sie auf Mallorca waren. Und dann denke ich, das hilft uns ja schon mal weiter. Aber Sie haben doch auch noch Neuigkeiten für uns irgendwie, ne, haben Sie doch gesagt. Ach so, ja, wegen diesem Heiko Giebel. Die Meldeamtsanfrage hat ergeben, dass der unter der Adresse seiner Mutter gemeldet ist. Mutter? Der ist 40 Jahre alt, da glaubt doch kein Mensch, dass selber seiner Mutter lebt. Zumindest offiziell. Also ich werde meinen Assistenten mal anrufen und den bitten, dass er da hinfährt. Und die Sache klärt, er soll mal mit der Mutter sprechen. Aber trotzdem, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu diesem Möbelhändler. Gut. Dreißig Minuten später erreichen Klaus Pinkernail und sein Mandant das Berliner Möbelhaus Diederich. Von hier stammen die Designermöbel, die jemand auf Matthias Winters Namen bestellt hat. Sie sind das. Wunderbar, Herr Winter. Wissen Sie eigentlich, wie viel Geld ich von Ihnen kriege? Nee. Nee, eben nicht. Und deswegen sind wir hier.
Mein Mandant hat diese Möbel alle nicht bestellt. Da hat sich irgendjemand als er ausgegeben, unter seiner Adresse Möbelbestellung getätigt. Sie haben das zu ihm nach Hause geliefert, aber er war das nicht. Das kann doch nicht mein Problem sein. Ja, in gewisser Weise schon. Denn ich hätte ganz gern, dass Sie die Sachen wieder abholen. Mensch, mein Mandant kann solche Sofas überhaupt nicht gebrauchen. Ist auch ein Geschmack. Sie kommen mir hier mit Identitätsklau? Das ist ja wohl nicht ernst. Und ich soll hier 5 Monate alte Möbel wieder zurücknehmen und das alles auf meine Kappe. Wie stellen Sie sich das vor hier? Aber ich habe die nicht bestellt. Wir waren jetzt ein ganzes Jahr irgendwann unterwegs im Ausland mit der Familie. Ich war überhaupt nicht zu Hause. Das hat sich jemand bei mir im Haus eingenistet, hat diese Möbel auf meinen Namen bestellt. Wissen Sie was? Das können Sie vielleicht Ihrem Anwalt erzählen. Aber mir doch nicht. Sie waren hier im Möbelhaus und haben auf dem Vertrag, kleinen Moment bitte, Herr Anwalt, haben auf diesem Vertrag unterschrieben. Nee, und das habe ich schwarz auf weiß. Wenn mein Mandant angeblich persönlich hier war, dann ist es aber schon etwas sehr seltsam, dass Sie sich nicht an ihn erinnern konnten vorhin. Tun Sie mir mal einen Gefallen, das ist hier im Möbelhaus kein Imbiss, wo nur 2 Leute kommen. Hier sind mehrere Kunden, ich kann mich nicht an jeden Kunden persönlich erinnern. Gut. Fakt ist, ich habe die Unterschrift auf dem Vertrag. Aber nicht mal. Okay, ja, dann holen Sie doch mal die Unterschrift, dann wird sich das Ganze hier gleich klären. Ja, ist in Ordnung, das Exemplar zeige ich Ihnen. Klar, Moment bitte. Kann aber jetzt nicht sein, dass da meine Unterschrift drauf ist. Na oder? Eben, und deswegen wird sich die ganze Sache hier gleich in 5 Minuten in Wohlgefallen auflösen. Da ist er schon. Schon, meine Herren, da bin ich ja gespannt, was Sie hierzu sagen. Passen Sie auf. Sie können lesen. Das sieht meiner Unterschrift aber verdammt ähnlich. Aber ich habe es nicht unterschrieben. Das ist nicht meine Unterschrift, aber die sieht meiner Unterschrift sehr ähnlich. Herr Dietrich, wir sind da alle einem Betrüger aufgesessen. Wissen Sie, meine Herren, nicht wir, Sie beide. Ich will mein Geld haben. Herr Dietrich, ich kann gut verstehen, dass Sie Ihr Geld haben wollen. Aber bitte, mein Mandant ist hier definitiv der falsche Ansprechpartner. So sieht's aus, ja. Aber wissen Sie was? Wären Sie so freundlich, dass Sie mir eine Kopie von diesem Kaufvertrag machen könnten? Normalerweise müsste ich mit ihm mal reden. Er hat sowas. Aber ich werde es Ihnen zu Gefallen tun. Ich werde ihn mal holen. Ich kopiere es Ihnen, okay? Super, wunderbar. Das engt den Täterkreis jetzt natürlich ein. Das muss irgendjemand gewesen sein, der Ihre Unterschrift kannte, gut kannte und der Zeit gehabt hat, die zu üben. Vielleicht doch Ihr Ex-Kollege. Hat der denn irgendwie mal die Möglichkeit gehabt, an irgendwelche Dokumente von Ihnen zu kommen? Ja, natürlich. Restaurantlieferung, da hat er auch entgegengenommen. Da konnte man eine Unterschrift sehen. Ich sah natürlich da drauf. Bingo. Ein Moment, mein Handy vibriert. Das ist meine Frau, ein Moment. Jetzt hol ich mal ran. Ja, hallo. Ja. Wie, was? Wirklich? Wir kommen sofort vorbei. Nee, wir sind euch im Möbelladen. Wir hauen jetzt sofort ab und kommen vorbei. Alles klar. Dann würde ich auch sagen, wir verabschieden uns und auf Wiedersehen. Herr Dietrich, danke schön. Tschüss. Meine Frau war das, die hat angerufen. Die Schumanns aus der Einliegerwohnung sind aufgetaucht. Sollen wir jetzt sofort mal hinkommen? Super, ja, dann fahren wir doch gleich hin. Wer hat Matthias Winters Identität gestohlen? Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil hofft, dass die Mieterin der Einliegerwohnung mehr weiß. Immerhin hat Lena Schumann mit dem Täter einen Mietvertrag abgeschlossen und kann ihn vielleicht beschreiben. Das ist Frau Schumann und das ist ihr kleiner Sohn Emil. Matthias Winter, hallo. Sie sind also der echte Matthias Winter. Ich bin der echte Matthias Winter und das ist übrigens unser Anwalt. Pinkerneil, hallo, grüße Sie. Chen, hallo. So, und Sie sind also die Dame, die hier die Einliegerwohnung angemietet hat, ja? Ja, das ist richtig. Und ich verstehe gerade diese ganze Welt nicht mehr. Ich bin ein paar Tage bei meinen Eltern zu Besuch, komme wieder und nichts ist jetzt mehr so, wie es mal war. Frau Schumann, jetzt mal ganz ruhig, eins nach dem anderen. Ja. Sie sagen, Sie haben die Wohnung von einem Matthias Winter angemietet. Ist das richtig? Das ist richtig so. Über eine Anzeige, konnte gleich kommen, Mietsvertrag unterschreiben, fertig war die Sache. Und hab mich gefreut. Okay. Und wie hat er denn ausgesehen, dieser Vermieter? Ja, das würde mich mal interessieren. Er hatte nichts Besonderes. Ich weiß, Vollbart auf jeden Fall. Er hat eine Brille gehabt. Ich habe ihn nur kurz bei der Wohnungsübergabe gesehen und ein paar Mal aus dem Fenster. Aber sonst hat er sich nicht groß blicken lassen. So, Bart, Brille oder so, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gewesen sein soll. Ich kenne überhaupt keinen mit Bart und Brille. Du vielleicht? Nee, ich überlege gerade schon, aber mir fällt da überhaupt niemand ein. Nee, mir auch nicht. Aber Sie haben gesagt, Sie haben einen schriftlichen Mietvertrag mit ihm abgeschlossen. Genau, hier. Ich habe ihn gerade für Frau Winter schon rausgesucht. Ja. Das ist ein Witz, ne? Wo ist denn da die Bankverbindung, wo Sie die Miete hinüberweisen? Ja, auf gar kein Konto. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich Ihnen das Bar im Briefkasten jeden Monat packe. Und ja, da kam er mir mit dem Mietpreis noch wunderbar entgegen. Und Entschuldigung, mein Telefon klingelt schon wieder. Ich gehe da mal gerade dran. Das hat man den Cashflow Svenja Winter? Und dann hat man gehabt, ja.
Ja. Ich habe das nicht mehr auf schriftlich. Ah, okay. Ja, alles klar. Gut, dann kommen wir gleich. Danke. Tschüss. Das war gerade die Polizei. Das Phantombild ist fertig und die Spurensicherung ist jetzt auch abgeschlossen. Ja, wunderbar. Ach, super. Dann fahren wir bestimmt was. Ja, würde ich sagen, fahren wir doch da gleich mal alle zusammen hin. Moment mal, was passiert jetzt mit uns? Also schließlich war ich jetzt froh gewesen, dass ich für Emil so was Schönes gefunden habe. Und es tut mir herzlich leid, aber der Also wo Vertrag sollen wir denn jetzt hin? Also, jetzt mal eins nach dem anderen. Ich bin mir sicher, wir werden eine einvernehmliche Lösung finden. Ja? Ich bin sicher, wir werden alle hier zusammenhelfen, dass sie möglichst schnell eine geeignete Bleibe finden für sich und ihren Sohn. Ja? Ja, das muss auch sein. Also, wenn ich das so höre, da blutet mir das Herz. Wir können die junge Mutter mit ihrem Kleinsohn doch nicht einfach so auf die Straße setzen. Das sehen wir ja auch so. Herr Rechtsanwalt, bitte, da müssen wir was tun. Also rein rechtlich ist es schon so, dass Herr Winter von Ihnen die sofortige Herausgabe verlangen könnte, weil Sie einfach den Mietvertrag mit der falschen Person abgeschlossen haben. Aber das macht er nicht schon im Interesse Ihres Sohnes. Mein Mandant ist hier an einer einvernehmlichen Lösung interessiert und ich bin mir sicher, dass wir die auch finden werden. Ja, jetzt machen Sie mal keine Sorgen und jetzt fahren wir erstmal alle zur Polizei. Und ja, würde ich sagen. Ne? Ja, wir fahren gerade. Mutti, kommst du mit? Ja, okay. Die Frau Schumann tut mir ja schon leid, aber die Wohnung war halt von Anfang an für Mutti vorgesehen und sie hatte ihre Alte auch bereits gekündigt und die Möbel sind eingelagert. Das kostet ja auch alles.